Richie, 13-0 gegen den LASK. Gratulation. Was war deiner Meinung nach heute ausschlaggebend für den Sieg? Ich denke eigentlich die Tugenden, die man immer gegen den LASK zeigen muss, dass man mal in die Zweikämpfe gut dagegen hält und dass man dann, ich glaube, zweite Halbzeit haben wir es einfach besser gemacht, dass wir spielerisch bessere Lösungen gefunden haben und deswegen sind wir auch zweite Halbzeit zu den besseren Torschancen gekommen. Jetzt habt ihr heute zum ersten Mal seit Monaten wieder vor 3000 Fans gespielt. War das auch ein Faktor, der geholfen hat, dass das Spiel so ausgegangen ist, wie es heute ausgegangen ist? Ja, sicher. Also es war generell ein Wahnsinn. Ich bin heute aufgewacht, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Es war auch schon beim Einlaufen, wie ich rausgekommen bin, der Luki meinen Namen anzeigt und schon die ersten Fans da sind. Das ist einfach eine andere Welt, als wenn keiner im Stadion ist. Jetzt habt ihr heute mit dem Sieg den Vizemeistertitel besiegeln können. Wenn du der Saison einen Titel geben müsstest, was wäre das für abschließende Worte über die Saison? Ja, ich denke, man kann stehen lassen, verdienter Vizemeister. Vielen Dank. Dankeschön. Knasi, 13-0 Erfolg im letzten Spiel der Saison gegen den LASK. Was ist dein Resümee über das Spiel? Ich glaube, dass wir heute richtig guten Fußball gespielt haben. Das wollten wir zeigen, auch vor den Fans, zum Abschied nochmal. Und dass uns der zweite Platz gehört, das wollten wir heute zeigen. Du hast ja quasi einen direkten Einfluss auf das Spiel gehabt, nach dem Reinkommen zwei Tore gemacht und das auch noch vor Fans. Was war das für ein Gefühl? Natürlich war es schön, ne? Gerne hätte man sich gewünscht, dass das ausverkauft ist, keine Frage. Aber es wird noch leider ein bisschen dauern. Ich bin generell zufrieden, nicht nur mit mir, sondern mit der ganzen Mannschaft. Abgesehen vom Spiel heute, was ist dein Resümee über die gesamte Saison? Wir haben, glaube ich, schon eine richtig, richtig gute Saison gespielt, auch wenn es der eine oder andere vielleicht nicht glaubt, aber wir sind immerhin Zweiter geworden und wir haben ein paar Spieler verloren. Aber wie gesagt, es war eine richtig gute Saison. Vielen Dank und Glückwunsch zum Vizemeister. Danke. Didi, 3-0 gegen den LASK im letzten Spiel der Saison. Was war heute ausschlaggebend, dass wir den Sieg in Hütteldorf einfahren konnten? Ich denke mal, dass wir eigentlich von der ersten bis zur letzten Minuten sehr, sehr konsequent in allen Aktionen waren. Also wir haben hinten sehr gut verteidigt, haben wenig zugelassen und vorne haben wir zur rechten Zeit Tore geschossen. Und war eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung und der Sieg ist absolut verdient. Wie besonders war das, heute vor 3000 Fans den Vizemeistertitel fixieren zu können? Es ist generell, in Zeiten wie diesen ist es ein unglaubliches Gefühl. Ich meine, das kann man sich, in Worten kann man sich ausdrücken, wenn du einfach wieder mal ein bisschen Stimmung hast, wenn die Leute mitgehen, wenn du die Rapid-Feel schon mitkriegst. Das sind Momente, die hat man so lange nicht gehabt und ich glaube, und da waren es schon sehr laut. Also ich freue mich schon aufs nächste Jahr, wenn wir dann wieder ein Fußballstadion haben und wo wir dann alle wieder gemeinsam jubilieren können, hoffentlich. Und ist schon ein schönes Gefühl gewesen heute. Jetzt mit dem fixierten zweiten Platz, gib uns ein kurzes Saisonresümee. Ich glaube, dass die Mannschaft eine unglaublich gute Saison gespielt hat, weil ich denke, dass wir im Prinzip weit mehr Stress haben und weit mehr Druck haben wie die Mannschaften hinter uns, weil bei uns immer was gefordert wird und die Jungs haben den Druck standgehalten und da muss ich einen Riesenlob aussprechen. Und sie haben auch fußballerisch für mich heuer wirklich absolut überzeugt und sind verdient Zweiter geworden. Leider nur Zweiter, aber es ist so, dass Salzburg andere Möglichkeiten zur Verfügung hat und das tut ein bisschen weh, aber die Jungs haben eine unglaubliche Saison gespielt. Letzte Frage, wie wirst du heute den zweiten Platz feiern? Ich will ihn so feiern, dass ich im Prinzip mit meinen Trainerkollegen, dass ich da noch vielleicht ein Bier trinke, aber dann geht's ab ins Burgenland, weil ich morgen auch feiere. Dann schöne Fahrt. Danke.